Ja, guckt mal den an. Kennt ihr den? Oh, da war ich noch, als ich noch jung war, heißt das Spiel. Als ich noch jung war. Und klein. Diese gigantische Platane, die lebt auf dem Hochtal in Ikaria. Also wer mal ganz, ganz uralte Platanen sehen möchte, die ausschauen wie UFOs, sollte da mal hinfahren. Die Insel Ikaria, ein Traum aus Wasser und Baum und karger Landschaft. Ich habe jetzt die Ehre, euch nochmal, euch noch mal die Baumapotheke vorzustellen. Es ging mir nicht darum, jetzt hier mich wichtig zu machen und zwei Vorträge zu halten, sondern mir ging es darum, als wir diskutiert hatten, wer hält welche Vorträge, zu sagen, Olaf, wir haben so viele tolle Baumbilder, die müssen wir einfach zeigen und dazu noch erwähnen, welche Heilkräfte da drin sind. Bevor ich jetzt einsteige und hier im D-Zug-Tempo, die meisten kennen mich ja, durchgehe, für die, denen ich zu schnell bin, hätte ich hier aus meiner Hausapotheke Krategus, den Weißdorn, damit man das Tempo mithält, quasi entspannt bleibt, einfach 3, 4, 5 Tropfen vom Weißdorn. Oder wer jetzt inspiriert durch Johannes Wilkens sagt, die Eschenkraft, die will ich mir einverleiben, darf mal von der Fraxinus-Urtinktur von der Ceres ein paar Tröpfchen kosten, einfach ein paar Tropfen auf die Beuge und schon hat man die Eschenkraft in sich. Also Achtung, das ist jetzt der erste Selbstversuch, Esche und ich. Das wird nicht D-Zug, das wird jetzt ICE. Ich kann nichts machen, weil es gibt so viele Bäume, die ich vorstellen möchte und wollte. Ich versuche es mal von A bis Z zu machen. Ich denke, ein bisschen Input und geistige Nahrung jetzt geht, wenn wir doch nachher wieder so sinnlich mit den Bäumen uns treffen im Wald. Die kleine Baumapotheke. Wir fangen an mit A wie Ahorn und da müsste ich jetzt wieder den Johannes zitieren, weil wir brauchen letztendlich die Ahornpflanze überhaupt nicht. Also in der Heilkunde wüsste ich jetzt nicht, wer Ahorn irgendwie als Tee sich zubereitet. Deswegen interessant fand ich die Anregung von Johannes Wilkens, dass er eben sagt, die Ahornmistel hat auch was mit der Süße zu tun, mit dem Zuckerhaushalt. Und das wäre jetzt wieder eine, die bei Pankreas-CA, der übrigens um sich greift wie eine Epidemie, habe ich so den Eindruck, der steigt, der Pankreaskrebs. Das wäre wieder ein Baum, mit dem man sich verbünden könnte und dessen Mistel uns vielleicht helfen könnte. Was ich mit dem Ahorn am liebsten mache, das ist Heiltränke zu versüßen. Mein Lieblingstrank, den ich derzeit in der Praxis zur Leberentlastung gebe, die Leber ist ja auch ein Zuckerspeicher und der Ahorn hat ja in bestimmten Ahornern gibt es ja den Ahornsirup, den Saft, der süß ist und der dann eingedickt wird zum Ahornsirup, vor allem in den kanadischen Ahornern. Und dieser Leberentlastungstrank, das ist der absolute Hit, weil er wird versüßt. Man nimmt eine Messerspitze Kurkuma-Pulver, gießt den Bio-Zitronensaft oben drüber, ein Teelöffelchen Ahornsirup hinein, das macht das Ganze genießbar. Heißes, abgekochtes, warmes Wasser noch drauf, umgerührt auf Trinkwärme und schon hat man Unglaubliches für die Leber geleistet, die heute ganz viel Stoffe, Umweltgifte abbauen muss. Und ich habe es gestern schon gemerkt, so am Abendtisch, dieses Spannungsfeld zwischen den Menschen, die den Baum als Energiespender sehen, als Lithopunkturpunkt der Erde, als Kraftzentrum, als Geburtsort von Energien und Lebenskräften, als Weltenachse der Seele. Wir haben so viele Begriffe gehört. Und dann ist da die andere Fraktion, zu der ich auch gehöre, die nicht nur diese Seite des Baumes sieht, den Kraftpol, das Energiefeldbaum, sondern die auch die Wirkstoffidee einfach hat. Und ich denke, es ist nur ganz konsequent zu sagen, wenn ich den Baum als meine Weltenachse verehre und den Baum als Kraftquelle im Leben, dass ich dann auch versuche, die Natur zu bewahren, indem ich statt der normalen Medikamente, Baummedikamente, Naturmedikamente, Pflanzenmedizin zuführe. Denn man kann nicht auf der einen Seite den Baum verehren, eine Putscher machen und dann gleichzeitig Antibiotika in die Umwelt hineinpieseln, die Grundwässer verunreinigen und sagen, die Bösen sind die Industriellen. Das heißt, Baumheilkunde ist für mich auf allen Ebenen ganz einfach. Auf der seelischen, geistigen, energetischen, genau wie auf der körperlichen. Und das sollte uns wichtig sein, dass wir da einfach Alternativen finden.